Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, wir starten. So, heute ist schon wieder Freitag. Meine Fresse, vergeht die Zeit. Das glaubt man gar nicht. So, Dilly. Jetzt wieder erstmal zurück zum Hof. Kauft Hammer erstmal alles, was Raps da ähnlich ist. Da haben wir 126.000. Denke mal, ich gucke mal, was ich an Missionen dann abgreifen kann. Und Katze. Doch mal ab. Mal jetzt blöd, wenn die Katze auf mir rumturnt. Da kann ich nicht so, wie ich will. Ach, ich habe vergessen, Stuhl anzubremsen, aber egal. Noch ist nicht so, dass wir die Eisen gehen müssen, da klappt das. Ja. Irgendwie bin ich leicht müde, aber passt schon. So, Dilly. Ja. Ja, die Folge ist jetzt schon wieder Freitag, bei mir ist erst Montag. Aber so ist es. Mal ganz kurz Bild einfließen für die Dingsbums. Weil ich mal gucken musste, was die Katze für Knete macht. Knete machen kannst du ganz gut. Aber werf halt keine Katze, wie man so schön sagt. So. Upsala, Bodenwelle. Und jetzt los. So. So, sieht schon mal ganz gut aus. Mal Stücke vorziehen und jetzt. So. Gut aus, so abgedockt. Jetzt haben wir es gerade ausgerichtet. Sollte es passen. Rückwärtsfahren mit Lenkrad ist noch nicht so meine Stärke, muss ich sagen. Aber ich will es lernen. So, hinkriegen. Also müssen wir es auch versuchen.
Lass mal kurz gucken. Missionen. Ja, bevor ich jetzt irgendwas mache, mach ich mal aus. Gibt es noch nicht, dass da was fertig gegoren ist, weil es waren da eh 2%. So. Zwischen 96 und 98% waren wir. 99, also 1% fehlt noch. Also bei 99. Yep. 1% fehlt noch. Was haben wir denn an Missionen da? Feld 1 ernten. Was sind da drauf? Erste Getreide, da gehe ich ja gleich um die Ecke. Mal nehmen wir an. Nehme ich an hier. AD einrichten, zack, bumm, baut's, läuft. Geräte ausleihen. Feld 1 ist gleich voraus, da mache ich ja nichts sehr groß mit. Mit Wagen. So, Pappen, den brauchen wir. Das ist ein Standortgedöns. So, jetzt über das jetzt. Ja. Feld 1, Getreidehandel. Okay. Das war's. So. Feld ist. Feld 1. Verkauf ist. Nix Fahrzeug Händler. Getreidehandel, Landhandel, Verkaufsstellen. Getreidehandel. So, den schicken wir los. Ach Mann. Hier noch. Oha. Jetzt gucken, dass wir irgendwo irgendwie durchkommen. Jetzt nie. Wohin auch gerade noch. So, let's go.
So, wir haben mal Feld 1 abgrasen hier ordentlich. Dann sind wir jetzt mal Zeit gegoren, bis ich das fertig habe, weil ein paar Folgen wird es dauern. Mal gucken, wie lange sich das zieht. Jetzt wir Folgen wir es versuchen, normal. Und wenn es zu sehr zieht, dann nächste Woche, sage ich mal, Dienstag oder Mittwoch spätestens, kommt die Timelapse. Noch habe ich die Zeit, ihn zu machen. Daher sollte es passen. Weil wie gesagt, bei mir ist erst Montag, der 13.11. Ja, noch geht es ja schön geradeaus. Mal fest. Ach, lass mal was stehen, dann zieht es wieder so weit rüber. Da komme ich so nah dran in der Baum für eine blöde Kolli. Geht's langsam hoch. Taste. Hab ich mich vertippelt, den ist zu weit oben. Schon wieder. Was wollte ich machen? Oder nie? Ich bin mit der Bäume, ich krieg die Mocke. Gibt's hier auch mal ein Stück ohne Bäume? Dann nervt's. Noch so ein Wildlife voll. Und Kollege Schnürschuh ist man nie losgefahren. So. Ja, wo bleibt er denn? Ich sehe gar nichts. Ich mache die Minimap. Ah, dann ist mir die Gunst der Stunde und trinken mal einen Schluck. Laut Inspektor Ferder. Normal.
Ah, da kommt er. He's coming. Wer durchs Gemüse. Immer halt AD kennen. Bleib jetzt nie am Baum, dann kriegst du einen Einfall. Das sind die Klappbuchenbäume, weil so viele am Rand sind hier. Wir warten, bis wir erst ins Rohr wieder einklappen. Leider Gottes ist es so. Und Attacke. Gehen wir mal wieder die Inlandsicht ein bisschen. Ein Stück Schnur rüber können wir noch. So, aber so ein bisschen nachkorrigieren. Ich schon wieder los mit den ganzen Bäumen hier. Jetzt haben wir wieder Luft. So, bis da hoch müssen wir noch. Nicht gerade klein das Feld, wie es aussieht. So, da kam schon wieder für mich das Signal, dass wir am Folgenden angekommen sind. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.